Folge 20, das kleine Jubiläum. Mal wieder ein Jubiläum. Und Dennis meint, das wird die Folge der Erfolge. Na, ich habe ja hier, wie gesagt, noch ganz viel auf meiner Liste stehen, was wir uns noch angucken müssen. Folge. Cool. So, mach mal das Rätsel. Genau, ich muss erstmal hier meinen Sound noch ins Ohr stecken. Ja, hört man gerade nichts. Ja, noch nicht, aber es kann ja noch kommen. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch Teil der Lösung eines Rätsels. Wer weiß. Also da hinten ist die Tür. Und ich laufe jetzt hier einfach mal. Ah, Schatten. Böse Schatten, oder? Vielleicht nicht? Nee, Quatsch, Schatten kommt ja immer von der Seite. Nee, das so ist besser. Ja, es soll nicht rauschen, es soll das hier machen. Achso. Meinst du? Nee, die Schatten sind es nicht. Nee, sind es nicht. Also das ist erstmal das Ding, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Ich gehe mal nochmal zum Eingang, ja? Ja, das ist ja einfach nur das Labyrinth nachgezeichnet. Warte, ich will gucken. Da sind so Umrandungen. Aha, Zaun. Deswegen hast du den Ja, Tor. Mann, das war schon ziemlich offensichtlich. Also da wo es Du kannst ja noch überlegen, ob es das ist oder sozusagen das andere. Also es kann so klingen. Oder so. Naja, da am Anfang klingt es ja richtig. Also darfst du wahrscheinlich nicht so platschen, oder? Genau. Also so ist richtig. Da ist schon falsch. So ist richtig. Das ist ja ziemlich angearscht für Leute, die ohne Ton spielen. Die nebenbei eher was anderes. Also das Spiel, das haben sie ja auch dann in der Woche nach Erscheinen bekannt gegeben, der Jonathan Blow. Es tut ihm leid. Er möchte sich nochmal bei allen entschuldigen, die seh- oder hörbehindert sind, weil also so farbblind oder sowas, weil viele Rätsel sind nicht lösbar, ohne dass man alle Sinne gesund hat. Ja, na, ist halt... Da muss man das halt mit einem Freund spielen. Genau. Ah, Freunde. Behinderte haben doch keine Freunde. Was? Das muss jetzt bitte rauspiepen. Das war ein Witz. Das weiß doch auch jeder. So, Platsch. Das ist falsch. Nee, Platsch. Das ist auch falsch, hä? Geh mal zur Seite, da geht's so weiter. Geradeaus. Hier. Ja. Das wäre jetzt zu einfach hier, oder? Ja. Warte, nach mal. Also hier rum. Okay. So, ne? Genau. Dann hier bis hier oben. Ja, dann da und dann hier noch einmal rum. Ja. Esto correcto. Schön. Dann das letzte. Jetzt hat aber einen schönen Eingang mit Rosen. Ach, das letzte, das habe ich gehasst. Okay. Warte mal, wir hören wieder. Wahrscheinlich wird es das gleiche. Es ist nicht dasselbe. Das wäre ja zu einfach. Das wäre zu einfach. Es ist jetzt hier bei den Dingern wirklich immer was anderes. Wir gehen jetzt mal einmal kurz zum Ende. Ja, warte mal, Boden. Also, das hier ist das hier ist das Ding. Lass doch mal rausfinden. Ja, machen wir ja auch. Aber warum gucken wir denn das Ding? Wir müssen das Labyrinth. Vielleicht hat es was damit zu tun. Dann zeig doch mal das Ding. So, ich habe eine Dreiviertelstunde dafür gebraucht, das rauszukriegen. Ja, es sieht aus wie so ein Tetris-Ding oben. Ja, also es sind jetzt nicht irgendwie die Formen oder so, sondern das Problem ist halt, dass man da drauf was sieht, was man im Labyrinth nicht sieht. Und das weiß man aber erst, wenn man beides wirklich eingehend vergleicht. Aha. Ist jetzt mal ein bisschen schwammig, aber deswegen können wir mal gucken. Zum Beispiel hier, vielleicht fällt dir was auf. Ich laufe nochmal, guck dir mal nur die linke Hälfte sozusagen des Labyrinths an. Also die da rechts interessiert uns jetzt gar nicht. Okay. Ich laufe jetzt mal hier geradeaus. Aua, ich tue mir weh. Und dann laufe ich weiter. Ah, okay, das ist wahrscheinlich gar nicht richtig. Und dann laufe ich hier so einen kleinen Bogen und dann bin ich da. Da tut man sich nämlich und gar nicht. Und da kommt man nämlich problemlos durch am Rand. Das heißt, das Labyrinth und das Tafellabyrinth stimmen nicht überein. Und da, wo es sozusagen nicht übereinstimmt, da müssen wir jetzt halt dann außen rumlaufen. So. Also hier auf dem auf der Tafel. Wäre schön, wenn man da irgendwo sich nach oben schießen lassen könnte und Draufsicht hätte. Ja, Draufsicht wäre echt super praktisch. Also was schon mal nicht geht zum Beispiel ist jetzt hier lang zu gehen. Ja. Wir müssen also jetzt einmal durchs Labyrinth laufen und einen Weg finden, der geht. Und dann den nachzeichnen. Mein fotografisches Gedächtnis. Ich habe da so lange gebraucht, ey. Bin da 15 Mal hin und her gelaufen. Also wir kommen rein. Danach links, rechts. Dann nach rechts, genau. Und gehen wir jetzt mal nach rechts. Dann können wir hier bis zur Mitte können wir gehen. Das sehen wir es ja auch von hier aus. Genau, also wir können... Unten so, rein, dann können wir da und dann können wir bis zur Mitte. Sind wir jetzt schon komplett in der Mitte? Wir sind, warte mal. Ja. Doch, wir, genau, außen, ein Gang, zwei Gang. So, jetzt sind wir hier komplett in der Mitte. Dann müssen wir, aber hier kommen wir nicht nach rechts, ne? Genau. Ja. Also da geht's ja nach rechts. Da ist ja dann dieses umgekehrte T-Stück sozusagen. Mhm. Das haben wir hier nicht.
Oh, das ist ein Scheiß. Dann gehen wir mal hier diesen Zwischengang, dann sind wir ganz außen. Ja, da können wir geradeaus und dann rein nach da. Dann können wir und mittig dann durch und okay, dann sind wir da. Das heißt, es ist also rechts, so, eins so, hoch, so, rechts. So, 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 genau. So. Oh, das ging jetzt krass. Deutlich schneller. Krass. So, und jetzt sind wir... Das ist hier die Abkürzung wieder. Das ist hier, genau. Okay. Jetzt haben wir das geschafft. Die Burg cool. Ist... Aber ist es gar kein... Na, fertig ist sie auch noch nicht. Oben sind ja auch noch Rätsel. Ach so. Die haben wir noch nicht. Halt, dann geh nochmal hoch. Ich will nochmal das andere schwierige Rätsel sehen. Das kannst du mir auch noch schicken. Welches andere? Nein, da war doch noch eine zweite... Also ich nehme mal an, da kommt ein Rätsel. Ja, aber die zweite Tafel wird ja erst aktiviert, wenn wir die erste geschafft haben. Ach so, ich dachte, die wird aktiviert, wenn wir die... Nein, brauchst du nicht hochrennen. Ich dachte, die wird aktiviert, wenn wir die andere Hälfte... Also, weißt du? Ach doch, doch, du hast recht. Siehst du? Ja, ich wusste es nicht mehr. Karin ist voll schlau. Karin ist so Karl-Luka. Das sieht aber gar nicht so schwer aus. Das sieht gar nicht so schwer aus. Machen wir mal irgendwas. Ist das irgendwie ein Trick? Ach, wahrscheinlich müssen wir irgendwie... Sind die Labyrinthe da eingezeichnet? Ach du Scheiße, müssen wir die Labyrinthe irgendwie... Weißt du noch, wie die gehen? Das ist hier unten, ist auf jeden Fall das Labyrinth. Also es sind exakt die Labyrinthe. Ja, hier ist ja dieses T-Stück. Labyrinthe einfach nachmalen. Wahrscheinlich. Also müssen wir hier unten lang? Wollen wir es in der Reihenfolge einfach machen? Also, warte mal, dann kommt man hier, kann man rein, dann ging es da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Was heißt denn? Okay. Das weiß ich. Das erste weiß ich noch. So, das zweite, da wird es schon schwieriger. Also, genau, da außen ran, rein. Dann ging's... Ach so, hier rüber und dann genau, also oben nochmal um den Dödel rum. Haha. Dann haben wir uns gemerkt. Das mit dem Dödel war gut. So, hier war es so rein. Oder was? Nee, nach, erst nach unten. Erst nach unten. Erst nach unten. Genau, dann rüber. Ja. Dann so und dann nochmal außen rum, ne? Das weiß ich nicht genau. Doch, das war es, glaube ich. Und jetzt das letzte, das hatten wir eben. Nach rechts, links, eins nach unten, dann wieder links. Rüber, dann so, da. Und dann, da, genau, und da, dann so da, gerade da. Bamsen! Boah. Weil wir einfach awesome-motastisch sind. Irgendwas bewegt sich. Und guck mal, das war's. Ach, da oben. Das war's. Und das dahin? Das ist, glaube ich, Bonus, oder? Also weil dementsprechend, weil es funktioniert ja. Wo ist der Berg? Da. Da muss er hin. Okay, krass. Ich bin hier nicht nochmal hochgegangen, weil ich dachte, das. Ja, du warst auf jeden Fall gewissenhafter als ich. Ich dachte. Das ist ja gut bei dem Spiel. Denken. Denken, meine Freunde, denken. Oh, das gucken wir uns jetzt noch genüsslich. Ich sag ja, das wird eine erfolgreiche Folge, auch wenn ich mir das anders gedacht habe. Aber na, guck mal zum Berg. Wir müssen gucken, wie der Strahl hinstrahlt. Ja, aber der muss sich ja erst noch drehen. Der Ton ist weg. Ton ist wieder da. Ton ist weg. Ton ist wieder da. Tada. Geilomat. Okay, cool. Dann gehen wir mal runter und gucken mal, was wir jetzt hier noch alles uns holen. Also ich würde ja vorschlagen, wir gehen zum Anfang nochmal zurück. Ja, machen wir noch ein paar Umgebungsrätsel. Genau. Das ist uns so spaßig. Da haben wir noch ein paar. Während du dahin marschierst, kann ich dir ja einen Veranstaltungstipp erzählen. Ja, bei euch bitte? In die Ecke ist auch so eine Schwulenbar, Schwulenkneipe. Genau, ja. Da ist donnerstags immer Public Viewing. Germany's Next Topmodel. Wir können da gerne mal hingehen. Nein. Da fühlt man sich bestimmt wohl. Zwei Heteros unter den ganzen Schwulen. Nee. Wer weiß. Ich nur vorhin, als ich vorbeigegangen bin. Achso, stand da dran, ja. Als Werbung. Da ist so ein Schild im Schaufenster. Das ist ja nett. Nee, hier so kann man gar nicht rein. Hier musste man doch runter, genau. So war das. Mhm. Weil man ja hier nach oben schön ins Schloss muss. So. Wir müssen jetzt die Umgebungsrätsel, hast du verinnerlicht so ein bisschen, wie die da eben ging? Naja, das ist immer, ja, also. Also man braucht immer so einen dicken Punkt und so ein kleines. Naja, wie die richtigen. Wie die richtigen, genau. Und dann integriert in die Natur. Genau. Du kannst dich ja mal irgendwo hinstellen und nichts sagen. Also einfach irgendwo hingehen und dann muss ich das von alleine rausfinden, mal sehen, ob ich das schaffe. Das war jetzt der Plan. Ich laufe jetzt erstmal ganz zum Anfang zurück. Und weil hier habe ich jetzt auch keine entdeckt, aber hier gibt es bestimmt auch welche, also ist nicht. Die gibt es überall. Da ist die Mühle. Warte mal, wie komme ich am schnellsten jetzt hier über diesen Wald hier? Ja, durch den Wald, genau. Müsste es eigentlich ganz schnell gehen. So, weil hier kann man ja auch so ein bisschen kreuzen. Genau, da hinten geht's lang. So groß ist die Insel dann nämlich am Ende auch gar nicht, wenn man sich mal ein bisschen auskennt. Nee, ist ja jetzt keine Kritik, ist es nur
Ein hättest du gern Ausmaße von Assassin's Creed? Ich hätte gerne, ja, unbedingt. Oder irgendwie The Witcher 3 oder so. Oder einfach erstmal 45 Minuten von einer Seite zur anderen läufst. Und ich... Kann man da nicht reiten? Ja, das stimmt. Oder reitet. Ach so, bevor wir Umgebungsritze machen, holen wir jetzt uns endlich mal diesen ersten blöden Audiolog, den ich nicht gefunden habe das letzte Mal. Ah, stimmt, den hatte ich ganz vergessen. Von dem ich jetzt wieder weiß, wo er ist. Und zwar muss man hier auf die Mauer. Ach. Und da ist es nämlich dann auf der anderen Mauer. Diesem Dach vom Haus, wo man anfängt. Da sind die scheiß Kissen und da liegt versteckt unter einem der Kissen der fucking Audiolog. Okay. Und den hören wir uns jetzt mal schnell an. Und der war gar nicht so schlecht, um ein bisschen was... War das der? Ich weiß nicht mehr. Through many births, I have wandered on and on, searching for, but never finding, the builder of this house. Ganz kurz, aber extrem viel sagen, dafür, dass er halt einfach nur auf dem Dach von einem Haus liegt. Ja. Sie ist immer wieder geboren Erbauer worden. Erbauer des Hauses. Ja, sie ist immer wieder geboren worden und sie weiß nicht sozusagen, wem dieses Haus gehört und damit ja im Endeffekt... Ich meine, es ist das einzige Wohnhaus in dieser Welt. Also wenn man dieses Ding hier mal als Welt bezeichnet, dann ist ja alles andere sozusagen irgendwelche Rätsel und so. Aber hier, das ist ein Haus wirklich, wo man wohnen kann. Und wer sozusagen hier gelebt hat, um versucht hat, diese Rätsel zu lösen, sozusagen der suchende Mensch, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das alles als Metapher versteht, den hat sie nicht gefunden. Und obwohl sie viele Births und Births und Births hatte. Sie wurde immer wieder geboren. Oh Gott, sind wir diejenige? Oh Gott. Und ich habe jetzt gerade nachdem ich das gehört hatte, hatte ich das Gefühl, dass wir tatsächlich vielleicht diese Frau sind. Ja. Also es ist zumindest also nicht so unmöglich. So zeitschleifenmäßig. So wie bei Doctor Who jetzt zuletzt in der letzten Staffel. Da oder hatten wir in diesem einen Film mit dem Schiff, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Das Schiff. Nee. Ziemlich, oder... Schiff oder Raumschiff? Nee, Schiff, also auf dem Meer. Zeitschleife, Schiff. Der ist ein richtig guter Film. Philadelphia-Experiment? Der ist relativ unbekannt. Den habe ich aus der Videothek mal ausgesucht. Ach so, okay. Der hat jetzt keine großen Namen oder irgendwas, aber der ist richtig gut. Hier ist auf jeden Fall auch noch einer. Ja. Den hören wir uns jetzt auch noch an. I am standing on the threshold about to enter. Ach, das war ganz kompliziert. Versucht dem einfach mal wörtlich zu folgen. Ja. In the first place. I must shove against an atmosphere pressing with a force of 14 pounds on every square inch of my body. I must make sure of landing on a plank, traveling at 20 miles a second around the sun. A fraction of a second too early or too late, the plank would be miles away. I must do this whilst hanging from a round planet head outward into space and with a wind of ether blowing at no one knows how many miles a second through every interstice of my body. The plank has no solidity of substance. To step on it is like stepping on a swarm of flies. Shall I not slip through? No. If I make the venture, one of the flies hits me and gives me a boost up again. I fall again and am knocked upwards by another fly, and so on. I may hope that the net result will be that I remain about steady, but if, unfortunately, I should slip through the floor or be boosted too violently up to the ceiling, the occurrence would be not a violation of the laws of nature, but a rare coincidence. These are some of the minor difficulties. I ought really to look at the problem four-dimensionally as concerning the intersection of my world line with that of the plank. Then again, it is necessary to determine in which direction the entropy of the world is increasing in order to make sure that my passage over the threshold is an entrance, not an exit. Verily, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a scientific man to pass through a door. And whether the door be barn door or church door, it might be wiser that he should consent to be an ordinary man and walk in, rather than wait till all the difficulties involved in a really scientific ingress are resolved. Ist natürlich eigentlich einfach nur ein Riesengag, ein Riesenwitz. Nämlich die Frage sozusagen, Wissenschaftler betrachten immer alles Wissenschaftliche viel zu wissenschaftlich. Manchmal müssen sie sozusagen mal einen Step zurück machen, einmal zurücktreten und es ganz runter simplifizieren. Und er hat ja wirklich einfach nur beschrieben, dass man auf die Türschwelle tritt. Und die Türschwelle fliegt nun mal mit so und so viel Miles per Hour durch den Weltraum, weil die Erde sich so bewegt. Man hängt vom Kopf über von der Erde runter, wenn man es mal so will. Quantenphysik sagt uns, dass jedes Teilchen
sich beliebig bewegen kann und nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wir sozusagen da drauf treten können und so. Wenn man das alles durchdenkt, diese ganzen physikalischen Eigenheiten und chemischen Sachen und so, dann ist es total kompliziert, durch eine Tür zu kommen. Mhm. Im übertragenen Sinne. Und wenn man einen Schritt zurücktritt, dann ist es einfach nur eine fucking Tür und man geht durch. So, das waren jetzt schon mal zwei, finde ich, ziemlich gute Audiologs, wo man ein bisschen was rausziehen kann, storytechnisch und ja, wissenschaftsphilosophisch, wenn man das so will. Und jetzt gehen wir noch ein Umgebungsrätsel machen, weil wir die Zeit noch haben, würde ich sagen. Wo ging es hier raus? Ne, hier ging es raus, ne? Ja, da hier. Bestimmt. Und jetzt muss ich nämlich runter von dem Berg hier. Und dann gehen wir das erste Umgebungsrätsel machen, was ich bisher sozusagen vom Anfang gesehen, gefunden habe. Stimmt, oder? Ja, ich sehe es schon. Genau, da hat der Kanal aus. Da, und dann muss man einfach nur da so hin. Wo fliegt kleine Pünktchen? Genau, und da steht dann nämlich auch so ein Obelisk. Okay, sind das immer, also auf den Obelisken sind immer die gleichen Sachen? Ich glaube, dass auf den Obelisken alle Rätsel verzeichnet sind. Okay, also, es ist einfach ein übergreifendes System. Mhm. So wie dieses Boot, erinnerst du dich daran, dass wir das dann so aufgetaucht ist aus dem Wasser bei dem Steinbruch zum Beispiel, haben wir es, glaube ich, gefunden, oder bei dem Bootshaus oder so. Ja, wo man raufgehen konnte. Davon gibt es auch mehrere auf der der Insel. Also die sind immer gespiegelt, also sind einfach mehrere davon. Ja. Genau. Hier ist bestimmt auch irgendwas. Hier ist garantiert, also erstmal hängen da diese Wurzeln, die ganz süß aussehen. So, warte mal, ich muss mal oben auf den Canyon rauf und dann zeige ich dir noch eins. Warte. Ich muss mir ja erstmal ausrichten. Wait. Ne. Gott. So. Nee, doch. Oder? Ist das da in der Mitte das Loch, das schwarze? Ja, das ist dieser Glasbläsereiofen. Genau. Und der geht einfach hoch zum Schornstein. Ach so, okay, ich hätte es gerade auf dem Dach, weil da sind ja auch so schwarze Striche. Aber okay, ja, also manchmal ist es leichter, als man so im ersten Moment denkt. Also das waren jetzt Nummer zwei. Ich habe, glaube ich, noch zwei oder so aufgeschrieben, die ich gefunden hatte. Ja. Davon gibt es auf jeden Fall auf der Insel eine ganze Menge. Wir können ja hier an den blöden schwarzen, da steht ja einer, gucken. Ja. Und die markiert sind, sind dann eben die wir geschafft haben. Okay. Und das sind, also relativ viele. Es sind hier irgendwie sechs da, dann sind es hier nochmal 10. Guck mal da nach oben, das war, glaube ich, war das der Weg? Ich weiß gar nicht, welcher Weg. Also das war jetzt gerade das von eben. Ach, guck mal, ne, dann sind es doch immer für die Region irgendwie unterschiedlich, weil wir haben ja schon 6 oder 7 gemacht. Also wir haben jetzt alleine in dieser und der letzten Folge 5 oder 6 gemacht. Und hier sind ja nur 2 markiert. Also ist das jetzt nur für diesen Teil der Insel? Ja. Ich glaube, die Insel ist so in ein paar Teile geteilt, so 5 oder so. Okay, das sind, also sind irgendwie noch Runde und Halbrunde. Genau, und also man kann die sich auch so ein bisschen angucken, dann gibt es noch so ein paar ganz wilde hier. Da ist bestimmt ein Weg oder so. Richtig. Gut, also die werden wir hoffentlich auf unserem weiteren Weg auch noch finden, aber jetzt gehen wir erstmal ein kleines Päuschen. Augen auf im Witnessland. Beim Inselhopping. So. Wie auch immer. Beim Rätseln. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.